Wer in Afrika auf eine Safari geht, der möchte vor allem fünf Tiere sehen. Zum Beispiel hier so einen netten Löwen. Und genauso hat jeder von uns fünf Dinge in seinem Leben, die er erleben oder erreichen möchte, um ein gelungenes und erfülltes Leben zu haben. Das sagt zumindest John Strelecky in seinem Roman The Big Five for Life. Und den schauen wir uns heute an. Willkommen beim Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch. Wir schauen uns ein weiteres Buch von John Strelecky an. Ich hatte euch ja vor einer Weile schon sein Café am Rande der Welt vorgestellt. Das war sein allererstes Buch. Heute haben wir nun die Big Five for Life, genau wie das Café, eins seiner beliebtesten, populärsten Werke. John Strelecky natürlich insgesamt super beliebt, super populär, vor allem in Deutschland. Diverse seiner Bücher sind quasi Dauergäste auf vielen Bestsellerlisten, verkaufen sich unendlich gut. Das Besondere an Strelecky ist, dass er Ratgeber schreibt, aber nicht in Form von Sachbüchern, sondern in Form von Romanen. Und das kommt wohl sehr gut an. The Big Five for Life war sein drittes Buch, 2008 erschienen. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass er hier die Konzepte aus seinen vorherigen Büchern, nämlich Kaffee am Rande der Welt und Safari des Lebens, nimmt und die überträgt in den Bereich Führung und Management. Das wird sehr spannend. Der Protagonist des Buchs ist ein gewisser Joe Pocrete. Joe, wohlgemerkt, nicht John, ist also eine andere Person als beim Kaffee am Rande der Welt. Und die eigentliche Hauptfigur des Buchs ist auch ein gewisser Thomas Derall. Das ist der Chef und gute Freund von Joe und der ist the greatest leader in the world, die größte Führungspersönlichkeit der Welt. Und im Buch geht es über ihn, wir lernen ihn kennen und lernen seine Führungsphilosophie kennen. Am Anfang des Buchs ist der Joe gerade auf einer Urlaubstour in Spanien unterwegs und da erfährt er, dass der Thomas schwer erkrankt ist. Er reist dann sofort zurück in die USA und auf dem Rückweg im Flieger lernt er die Sonja kennen, eine nette Mitreisende, und der erzählt er ausführlich vom Thomas mit Rückblicken und Erklärungen und er zeigt ihr ein Video vom Thomas. Also ganz ausführlich. Und das ist auch so die Struktur, die den Rest des Buchs über beibehalten wird. Also die Handlung bleibt immer sehr simpel und dient vor allem dazu, eine Bühne zu liefern, wo die Führungsphilosophie und die Ideen und Ansätze vom Thomas präsentiert werden können. Und davon gibt es auch eine ganze Menge. Also es gibt hier in den Big Five for Life deutlich mehr Material als im Café am Rande der Welt. Es ist auch ein umfangreicheres Buch. Café war so 100 Seiten. Hier haben wir jetzt so 250. Das bedeutet natürlich auch, dass ich diese Ideen und Ansätze nicht alle hier im Video vorstellen kann, sondern nur eine kleine Auswahl. Aber zurück zum Joe. Der kommt natürlich irgendwann dann auch in den USA an. Er trifft den Thomas, seine Frau Maggie. Dann gibt es Gespräche, weitere Informationen, Rückblicke und alles drum und dran. Und im weiteren Verlauf des Buches gibt es im Wesentlichen noch drei große Ereignisse. Es gibt eine große Veranstaltung in einer von Thomas' Firmen, wo der Thomas teilnimmt und der Joe und er lädt auch die Sonja ein und großer Event über mehrere Kapitel hinweg. Dann gibt es eine Fernsehshow, zu der der Thomas als Gast eingeladen wird, wo er interviewt wird und da auch über seine Führungsphilosophie erzählen darf. Die ist auch ein großer Event. Und das letzte große Ereignis im Buch ist dann eine Überraschungsparty, die von den Freunden und Familie vom Thomas und von seinen ganzen Fans, seinen ganzen Angestellten, die da gegeben wird, wo sie ein Museum eröffnen und einweihen, das sie ihm errichtet haben in einer seiner Firmen, ein Museum über sein Leben. Klingt ein bisschen komisch, wird aber gleich mehr Sinn ergeben, wenn wir zu den Konzepten kommen. Und ein paar Tage nach dieser Überraschungsparty und der Museumseröffnung stirbt der Thomas dann. Das ist dann auch ziemlich das Ende des Buches. Im Epilog erhält der Joe noch ein geheimnisvolles Manuskript vom Thomas,
wo er ein Buch geschrieben hat über sein Leben und seine Ideen, ist vielleicht ein dezenter Hinweis auf ein späteres Werk vom Strelecki, weiß ich nicht genau. Es gibt aber auch einen sehr konkreten Hinweis auf ein weiteres Buch von John Strelecki, denn nach dem Epilog der Big Five for Life geht es nahtlos weiter mit einer Leseprobe der Fortsetzung The Big Five for Life Continued, auf Deutsch Das Leben gestalten mit den Big Five for Life. Das fand ich tatsächlich ganz pfiffig, also das ist eine gute Marketingidee. Das fand ich witzig. Und am Ende des Buchs gibt's auch noch ein Kapitel Thomas Derrell Takeaways, wo ein paar seiner Ideen nochmal kurz wiederholt und zusammengefasst werden. Das fand ich auch ganz nett. Und ein paar dieser Ideen schauen wir uns jetzt an. Das erste Konzept, das im Buch ausführlich behandelt wird, ist das Museum des Lebens, eures Lebens. Bei der ersten Begegnung zwischen dem Joe und dem Thomas fragt der Thomas: Ist heute ein guter Museumstag? Und hinter dieser merkwürdigen Frage verbirgt sich ein interessantes Gedankenspiel. Wir sollen uns vorstellen, dass nach unserem Tod ein Museum errichtet wird, ein Museum über unser Leben. Da ist mit Bildern und Videos und Geschichten und Artefakten unser Leben dargestellt und beschrieben. Und zwar so, wie es tatsächlich stattgefunden hat, nicht wie es in unseren Wunschvorstellungen oder Idealen ausgesehen hat. Das heißt, wenn wir den Großteil unseres Lebens bei einem Job verbracht haben, den wir eigentlich gehasst haben, dann hängen in unserem Museum überall riesige Gemälde, wie wir missmutig an unserem Arbeitsplatz sitzen und den Feierabend herbeisehnen. Und wenn wir immer gesagt haben, oh, meine Familie ist das Wichtigste für mich, meine Frau oder mein Mann und meine Kinder, und in der Realität haben wir aber nur ganz wenig Zeit mit denen verbracht, dann sind die halt im Museum nur vertreten mit so ganz kleinen Bildern, die so am Rand hängen, neben diesen riesigen Gemälden, wo wir unglücklich am Arbeitsplatz sind. Und das ist eine ganz interessante Idee. Wir stellen uns da natürlich die Frage, wie wird unser Museum wohl aussehen? Was sind denn die Dinge, die uns wirklich wichtig sind im Leben? Und was sind die Dinge, denen wir am meisten Zeit und Energie widmen? Und ich denke, das ist eine Überlegung, die ganz nett und ganz hilfreich ist, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Also das ist ein Gedankenspiel, das mir gut gefällt. Es ist auch ein schönes, konkretes und greifbares Konzept, was sich leider nicht über alle Ideen von Strelecki sagen lässt. Schauen wir uns als nächstes die titelgebenden Big Five an. Hier geht es genauer gesagt um zwei Konzepte aus Streleckis vorherigen Büchern. Aus dem Café am Rande der Welt haben wir den Zweck der Existenz, kurz ZDE, im Englischen Purpose for Existence. Da geht es um die Frage, was ist für uns das Wichtigste in unserem Leben, was ist so das große übergreifende Thema unseres Lebens. Und diesen Zweck der Existenz, den sollen wir verfolgen und leben und umsetzen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Bleibt im Café am Rande der Welt alles relativ vage, wird hier, kann ich gleich sagen, auch nicht viel besser. Und dann aus Streleckis zweitem Buch, Der Safari des Lebens, haben wir die Big Five. In der Safari des Lebens geht es um einen jungen Mann, der Afrika bereist, der da eine weise einheimische Frau kennenlernt, und diese Frau erklärt ihm die Big Five. Wenn Leute in Afrika auf Safari gehen, dann wollen die vor allem fünf Tiere sehen. Hier den Löwen, außerdem Leopard, Rhinoceros, Elefant, afrikanischen Büffel. Und wenn man die alle fünf gesehen hat, dann war das mal sowas von eine super gelungene Safari, absoluter Hit, alles, was man sich gewünscht hat. Und dieses Konzept überträgt die weise Frau auf unser Leben als Ganzes. Wir sollen uns überlegen, was sind denn die fünf Dinge, die wir in unserem Leben erleben oder erreichen wollen, damit wir auf dem Sterbebett sagen können, boah, super, war ein voller Erfolg, hab alles gemacht, was ich machen wollte. Ich denke, das ist ein ganz nettes Konzept, ist eine schöne Ergänzung zu dem Zweck der Existenz, denn der Zweck der Existenz ist ja sehr groß, übergreifend und abstrakt. Und die Big Five sind da etwas konkreter, ne, ganz konkrete Ziele, auf man die auch gezielter hinarbeiten kann, die man auch mal tatsächlich erfolgreich abschließen kann.
Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, den Begriff Big Five gibt es auch noch in einem ganz anderen Kontext, nämlich bei der Persönlichkeitspsychologie. Bei der Persönlichkeitspsychologie beschreibt der Begriff Big Five 5 Persönlichkeitsaspekte, die besonders gut erforscht sind, besonders etabliert und die in so ziemlich jedem Persönlichkeitsfragebogen abgefragt werden. Das sind Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Neurotizismus wird teilweise auch positiv formuliert als geistige Stabilität oder sowas. Und das hat gar nichts zu tun mit Afrika, auch nichts mit Strelecki. Das ist eine komplett andere Geschichte, heißt aber eben auch Big Five. Da ein bisschen aufpassen. Aber zurück zu Strelecki und zu unserem Buch. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Strelecki hier seine Konzepte aus seinen vorherigen Büchern, eben den Zweck der Existenz und die Big Five, dass er das überträgt auf den Bereich Führung und Management. Ein wichtiger Grundgedanke dabei ist, dass er sagt, auch Firmen haben einen Zweck der Existenz und auch Firmen haben Big Five. Und ganz wichtig, die ganz große Grundlage, auf der alles aufbaut, ist jetzt, dass Zweck der Existenz und Big Five der Firma und Zweck der Existenz und Big Five der Angestellten, dass die zusammenpassen müssen, dass die sich irgendwie ergänzen müssen, dass das irgendwie ineinander greifen muss. Wenn das gegeben ist, dann hat man eine Situation, wo die Leute da nicht lustlos vor sich hin malochen fürs Geld, sondern wo die mit Enthusiasmus und Begeisterung bei der Sache sind, denn das, was sie in ihrem Arbeitsalltag tun, das bringt sie ja ihren Big Five näher, damit können sie ihren Zweck der Existenz umsetzen und gleichzeitig helfen sie damit auch, Zweck der Existenz und Big Five der Firma zu realisieren. Und der Joe begründet auch ausführlich, warum das Sinn macht. Es gibt da einen längeren Abschnitt, wo er der Sonja vorrechnet, wie viel profitabler eine Firma ist, wenn die Mitarbeiter wirklich produktiv sind, wenn die wirklich mit Engagement bei der Sache sind und wie viel profitabler eine Firma ist, wenn sie eine niedrige Fluktuation hat, wenn also nicht ständig Leute kündigen, was ja auch wieder da Kosten und Probleme nach sich zieht. Also das wird ausführlich beschrieben. Was wir dagegen leider so gut wie gar nicht erfahren, ist, wie man das Ganze konkret umsetzen würde, wie das Ganze tatsächlich funktionieren würde. Hier bekommen wir zumindest 2 Beispiele für Big Five. Zuerst einmal haben wir Joe. Joe verrät nämlich der Sonja seinen ZDE und seine Big Five. Da würden wir jetzt gerne noch wissen, was der Joe eigentlich für einen Job hat. Das erfahren wir nicht so genau. Wir wissen, er arbeitet für den Thomas. Wir wissen, er hält Vorträge, er schreibt Artikel und Bücher, also vermutlich so eine Mischung aus Trainer und Autor. Aber was seine genaue Positionsbezeichnung ist oder auch was die Firma macht, bei der er arbeitet, was das für eine Firma ist, das bleibt leider offen. Aber schauen wir uns mal seinen ZDE und seine Big Five an. Der ZDE lautet, alles zu erleben, was ich mir im Leben wünsche, damit ich lebe, ohne etwas zu bedauern. Da kam ich mir ein bisschen veralbert vor, muss ich sagen. Denn mal ehrlich, das ist doch einfach nur in anderen Worten, ich will meine Big Five realisieren. Dieser ZDE hat doch keinerlei eigenen Inhalt, keinerlei eigene Relevanz. Aber gut, schauen wir uns die Big Five an. Hier haben wir zuerst einmal einen Song schreiben, der in die Top 10 der Charts kommt. Da weiß ich nicht genau, warum sich dafür die Firma interessieren sollte, aber okay. Fließend Spanisch sprechen. Das ist schon etwas nützlicher. Ich hätte als Firma vielleicht gerne jemanden, der es wirklich kann, statt einem, der es gerne mal lernen will. Aber das ist so ein bisschen relevant. Dann haben wir die Welt bereisen, mindestens 6 Monate jedes Jahr. Das wäre jetzt ganz spannend, wenn das um eine Firma und einen Job ginge, wo ganz viele Dienstreisen nötig sind, wo man ganz viel unterwegs ist. Das scheint hier allerdings nicht der Fall zu sein, sondern die Reisen, die der Joe macht, das scheinen Urlaubsreisen zu sein. Also mit anderen Worten, er kommt nur das halbe Jahr zur Arbeit, möchte aber trotzdem genug verdienen, dass er sich das leisten kann und dass er sich die ganzen Reisen leisten kann. Da sehe ich also sehr wenig Nutzen für die Firma, aber sehr große Anforderungen an die Firma. Aber okay, schauen wir weiter.
Täglich Körper und Geist trainieren, um mich beständig weiterzuentwickeln. Das hört sich doch schon mal sehr positiv an. Das klingt auch, als wäre es nützlich für die Firma. Es bleibt natürlich offen, in welche Richtung der Joe sich weiterentwickeln will und ob das tatsächlich für die Firma irgendeinen Wert hat. Aber immerhin. Es hängt wohl alles vor allem am letzten Punkt. Der lautet: Inspiration für andere sein mit meinen Artikeln, Büchern, Vorträgen und indem ich bin, wer ich bin. Etwas bewirken. Das hört sich ganz gut an, das ist natürlich auch wieder sehr positiv und hier haben wir zumindest so in Ansätzen meine konkrete Tätigkeit. Wir haben Artikel, Bücher, Vorträge, das ist schon ein bisschen konkreter. Da ist zumindest ein gewisser Nutzen für die Firma absehbar. Also unterm Strich würde ich sagen, was dabei rauskommt, ist so etwa, ich komme nur das halbe Jahr zur Arbeit, aber ich bin wirklich motiviert, ein guter Trainer und Autor zu sein. Und das ist für die Firma offenbar sehr wertvoll. Was wir leider nicht erfahren ist, was denn die Firma für eine ZDE und Big Five hat, die da ja offenbar perfekt zu passen. Aber schauen wir uns die Emily an. Bei der Emily erfahren wir nämlich so ein bisschen, wie das mit der Firma zusammenpasst. Die Emily arbeitet in einer von Thomas' Firmen am Empfang. Und das ist auch eine Position, die der Thomas sehr wichtig nimmt. Er nennt das Director of First Impressions. Die Emily hatte irgendwann mal einen Artikel gelesen, den der Thomas geschrieben hatte, fand ihn ganz toll, hat ihm dann einen Brief geschrieben, hat ihren ZDE und ihre Big Five aufgeschrieben, dann haben sie sich kennengelernt, sie bekam einen Job und so weiter. Wir hören diese ganze Geschichte vom Joe, der sich leider nicht mehr an alles erinnern kann, dem zum Beispiel nur noch 3 von 5 Big Five einfallen und ZDE verrät er uns auch nicht, aber immerhin. Der erste Punkt, den er noch weiß, ist: Menschen glücklich machen. Und das realisiert die Emily, indem sie da am Empfang arbeitet, denn da kann sie ja dafür sorgen, dass die Leute einen guten ersten Eindruck haben und sich willkommen fühlen und eine gute Zeit haben. Damit ist das umgesetzt. Der zweite Punkt ist, ihrer Enkelin ermöglichen, aufs College zu gehen. Das macht sie mit dem Gehalt, das sie da verdient. Also das ist offenbar völlig legitim, dass man sagt, mit dem Geld, was ich verdiene, kaufe ich mir dann, was ich eigentlich will. Und der dritte Punkt ist, dafür sorgen, dass ihre Enkelin sicher und gut aufgehoben ist. Und das hat die Emily umgesetzt, indem sie mit dem Thomas und dem CEO dieser konkreten Firma zusammen eine firmeninterne Kinderbetreuung ins Leben gerufen hat, wo die Enkelin sich da halt aufhalten kann nach der Schule und wo sie sicher und gut aufgehoben ist. Also das Beispiel von Emily hilft uns hier ein bisschen mehr weiter als das von Joe, weil wir hier zumindest so ein bisschen erfahren, wie das dann umgesetzt wird, wie das ineinander greift mit der Firma, wobei auch hier der Nutzen für die Firma sehr vage bleibt. Also klar, beim ersten Punkt Menschen glücklich machen ist das schon so ein bisschen da, aber bei den anderen Punkten ja auch eher so mittel, also es bleibt alles extrem vage. Und an diesem Punkt habt ihr vielleicht so ein bisschen den Eindruck, als würde es immer irgendwie passen, als könnte man immer irgendwie eine Übereinstimmung herbeireden, aber das ist keineswegs der Fall. Thomas betont an mehreren Stellen im Buch, dass es eben sehr wohl Leute gibt, wo es nicht passt und dass man die auf keinen Fall einstellen darf und dass man die rausschmeißen muss, falls man sie doch mal eingestellt hat. Also es gibt sehr wohl Fälle, wo es nicht funktioniert. Aber wie das konkret aussieht, das erfahren wir nie, da gibt es kein Beispiel für. Ich stelle mir das etwa folgendermaßen vor. Sagen wir, ihr arbeitet bei einer Firma, die Klodeckel herstellt, das ist ja ein wichtiges Alltagsprodukt. Und jetzt kommt irgendwann der Chef, ne, Geschäftsführer, CEO, irgendwas und sagt, oh Leute, ich habe hier voll das super Buch gelesen, Big Five for Life vom Strelecki, bin total beeindruckt und inspiriert und wir machen das jetzt auch so. Schreibt mal bitte euren Zweck der Existenz und eure Big Five auf und reicht das mal ein und dann gucken wir mal, ob wir euch weiter beschäftigen können oder ob ihr rausfliegen müsst. Also setzt ihr euch an euren Schreibtisch und ihr überlegt, was ist mir denn so wichtig im Leben und schreibt so ein bisschen auf. Und ihr schreibt vielleicht sowas auf wie Zweck der Existenz, ein guter Vater und Ehemann sein oder Mutter und Ehefrau und Big Five, vielleicht sowas wie Südamerika bereisen, ein Musikinstrument erlernen, einen Roman schreiben, mir jeden Tag Zeit für meine Kinder nehmen und mich an jedem neuen Tag erfreuen. Und dann denkt ihr euch, na,
Wenn ich das so abgebe, kann ich auch gleich meinen Schreibtisch freiräumen, denn dann werde ich wahrscheinlich rausgeschmissen. Ich soll das vielleicht ein kleines bisschen umformulieren. Vielleicht Zweck der Existenz eher so, dafür sorgen, dass Leute auf dem Klo bequem sitzen, ne, und so weiter. Aber da müsst ihr sehr aufpassen, denn Thomas betont, das kommt schon mal vor, dass Leute versuchen, sich da durchzumogeln, dass die schreiben, was man hören will, aber er sagt, die findet man ganz leicht raus und kann sie dann doch noch rausschmeißen, denn das merkt man an ihrer Performance. Das stelle ich mir ungefähr so vor. Ihr geht zu eurem Chef und sagt, hier Chef, nächste Woche hat meine kleine Tochter Geburtstag, da würde ich gern früher gehen, ist das okay? Dann holt der Chef euren ZTE Big Five Zettel raus und guckt und sagt, ja, ich sehe hier gar nichts von Tochter, hier steht bequem auf dem Klo, alles über Sanitäranlagen lernen, zu besseren Quartalszahlen beitragen. Haben Sie uns da vielleicht angeschwindelt? Müssen wir Sie doch rausschmeißen? Und dann sagt ihr, aber nein, 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 Chef, oh, war eine blöde Idee. Ich werde natürlich wie immer ganz viele Überstunden machen, um meiner Begeisterung für die Toilette Ausdruck zu verleihen. So ungefähr stelle ich mir das vor anhand der Eckdaten, die Strelecki uns liefert. Und das ist natürlich eine ziemlich düstere und dystopische Vorstellung. Und hier merken wir, hier sehen wir eine große Problematik in dem Buch, nämlich diese Schwammigkeit, die für Strelecki wohl typisch ist, dass er sehr viel vage lässt, dass er sehr viel offen lässt, dass er keine konkreten, vollständigen Beispiele liefert. Das hatten wir ja schon im Café am Rande der Welt, aber da war das noch einigermaßen zu verschmerzen, weil es da ja um eine Geschichte ging, die ihr im stillen Kämmerlein mit euch selbst ausgemacht habt. Aber hier, wo das Ganze jetzt im Bereich Führung und Management stattfinden soll, da soll das ganze Konzept ja die Grundlage für die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bilden. Und da geht das einfach nicht mit dieser Schwammigkeit. Da müssen wir ganz genau und konkret wissen, wie das Ganze ablaufen und aussehen soll. Da müssen wir schon wissen, wie wir das angehen müssen, damit wir eben da dieses positive Szenario kriegen mit Regenbogen, Einhörnern und Mitarbeitern, die als glückliche Kühe auf der grünen Weide stehen und nicht diese Dystopie, die ich eben beschrieben habe. Und das liefert Strelecki eben nicht. In Zusammenhang mit Zweck der Existenz und Big Five gibt es noch ein weiteres Konzept im Buch, das ich kurz beschreiben möchte, weil es im Buch sehr betont wird. Das ist die Ascending Life Curve, die aufsteigende Lebenslinie. Thomas sagt, bei den meisten Menschen läuft das Leben etwa so ab. Also ihr habt von links nach rechts die Zeit, den Zeitverlauf und oben unten, das ist, wie glücklich wir sind. Und ihr seht, das ist so eine Wellenlinie. Wir haben mal bessere Phasen, mal schlechtere, aber es bleibt sich so im Lauf der Zeit in etwa gleich. Und der Thomas sagt, was wir eigentlich wollen, ist eine Ascending Life Curve, also wo das Ganze so eine Aufwärtstendenz hat, wo die Höhen immer höher werden, die Tiefen auch und wo mit der Zeit unsere Tiefpunkte glücklicher sind als das, was früher mal unsere Höhen waren. Wie das zustande kommt, weiß man nicht genau, soweit ich es verstanden habe, wohl einfach, indem wir unseren ZTE und unsere Big Five for Life ausleben und verwirklichen. Und das Konzept wird im Buch sehr betont, also der Thomas erzählt das in dieser Fernsehshow und danach ruft dann die Sonja den Show an und sagt, oh hier, Ascending Life Curve, mir fällt es wie Schuppen von den Augen, auf einmal macht alles Sinn, alles fügt sich zusammen, alles was der Thomas macht, dient dazu, dass die Leute eine Ascending Life Curve haben, also das wird sehr hervorgehoben als sowas wie ein verbindendes Element. In meinen Augen ist das ein relativ triviales Konzept mit wenig Substanz und es macht für mich auch nur sehr begrenzt Sinn. Zum Ersten, und da kann ich leider keine Quelle liefern, denn ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich es gelesen habe und habe auf die Schnelle auch keine gute Quelle dazu gefunden, aber soweit mir bekannt ist, ist das Glücksempfinden
ein Wert, der individuell verschieden ist, der aber relativ fix ist, der sich im Verlauf des Lebens nicht grundlegend ändert. Also wir haben Höhen und Tiefen, wie Thomas ja auch gesagt hat, aber ne, es pendelt sich, es schwankt immer um einen gewissen Basiswert herum und dieser Basiswert ist je nach Person fest, ändert sich im Lauf des Lebens nicht grundlegend. Also diese Idee, wir könnten in einigen Jahren so viel glücklicher sein als jetzt, ist nicht unbedingt realistisch. Und der zweite Punkt ist, das Konzept an sich ist einfach relativ komisch und relativ albern. Hier von wegen, die Tiefpunkte sind glücklicher als die einstigen Höhepunkte. Das wird ja hier in diesem Kontext konkret heißen, dass zum Beispiel der Joe sagen würde, ja, dass mein guter Kumpel, der Thomas, jetzt stirbt, das ist zwar traurig, aber weil ich die geile Ascending Life Curve habe, bin ich dabei immer noch viel glücklicher als bei diesem tollen Südseeurlaub in meiner Kindheit, wo ich damals dachte, das ist ja das Geilste, was ich in meinem Leben jemals erlebe. Und das ist ja nun wirklich ein bisschen albern. Schauen wir uns zum Abschluss noch ein Konzept an, wo es ganz spezifisch um Führung und Management geht. Im Lauf des Buches liest der Joe einmal einen Artikel, den der Thomas geschrieben hat und der heißt How to Boost Profits in 4 Simple Steps, also in 4 einfachen Schritten den Profit steigern und den fand ich ganz gut. Schritt 1 ist, finde und stärke deine Grundpfeiler. Grundpfeiler, das sind die 5 Kunden, die am meisten zu Umsatz und Profit des Unternehmens beitragen. Die soll man finden. Und um die soll man sich gut kümmern, also immer schauen, dass die den besten Service bekommen, dass die gut versorgt sind, denn die sind ja ein wichtiges Fundament für die Firma. Schritt 2 ist, mal eine kleine Inventur zu machen der eigenen Angebote, der eigenen Produkte und eine Profitability Map zu erstellen. Also einfach so ein Raster. Ihr habt auf der einen Seite eure Produkte und zwar angefangen beim profitabelsten, dann in absteigender Reihenfolge und auf der anderen Achse habt ihr eure Kunden, auch wieder angefangen beim profitabelsten, in absteigender Reihenfolge. Also die 5 Grundpfeiler kommen als erstes. Und dann habt ihr ein Raster, wo ihr schön Kreuzchen machen könnt, welcher Kunde nutzt denn welches Produkt. Und da könnt ihr natürlich auch sehen, wo es noch Lücken gibt, wo ein besonders profitabler Kunde vielleicht ein besonders profitables Produkt noch nicht nutzt. Und das ist der dritte Schritt, diese Lücken soll man schließen, also versuchen mal diesem Kunden dieses Produkt anzubieten, ob man da nicht noch ein gutes Geschäft machen kann. Der vierte Schritt schließlich ist, lerne von deinen Fans, lerne von deinen Liebhabern. Auf dieser Profitability Map seht ihr ja auch, welche Kunden besonders viele verschiedene Produkte von eurer Firma nutzen. Das sind eure größten Fans, das sind die Kunden, die eure Firma besonders toll finden. Und da wäre es doch mal interessant nachzuforschen, warum das so ist. Das können ja ganz kleine Dinge sein. Vielleicht habt ihr einfach im Sales-Team jemanden, der einen besonders guten Job macht bei einem bestimmten Kunden und den könnt ihr dir ja mal fragen, was genau machst du denn, was da so gut ankommt und kann man das nicht vielleicht übertragen auf andere Sales-Leute, auf andere Kunden? Ich denke, das Ganze ist ein schönes, simples, in sich schlüssiges Konzept, schöner Artikel. Ich gehe mal davon aus, dass große Firmen und große Konzerne Analysen machen, die noch sehr viel komplexer sind als das, was Strelecki hier vorschlägt. Aber vielleicht überschätze ich die da auch. Auf jeden Fall, was Strelecki vorschlägt, macht Sinn für mich und gefällt mir gut. Kommen wir zum Abschluss zur Kritik. Was mir gut gefällt, ist, dass Strelleckis Geschichten so ein bisschen Bezug untereinander haben. Also Thomas sagt an einer Stelle, dass er einen Freund hat, der ein Café betreibt im Nirgendwo und dass der ihm mal das mit dem ZDE erklärt hat. Also das heißt, da gibt es einen Verweis auf das Café am Rande der Welt und die Safari des Lebens, die gibt es hier in dieser Welt auch tatsächlich als Buch. Also einer der Charaktere hat das gelesen und war da total begeistert von. Also die Geschichten von Strelecki sind nicht alle komplett losgelöst voneinander, sondern haben so ein bisschen Bezug, haben so eine Art Shared Universe und das gefällt mir. Sorry, ganz gut. Der wichtigste Kritikpunkt ist natürlich, wie schon gesagt, dass eben viel vage bleibt, dass Strelecki uns nicht wirklich erklärt, wie das Ganze funktionieren soll, keine richtigen Beispiele liefert und da sehr viel offen lässt.
Und das funktioniert hier, wo es um Führung und Management geht, wo dieses ganze Konzept so eine große Rolle spielen soll für die Beziehungen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Da funktioniert das einfach nicht. Da bräuchten wir einfach viel mehr Details. Was mir dabei auch noch sehr missfällt, ist, dass Leute aussortiert werden sollen. Dass Thomas immer klar sagt, es gibt halt welche, die sind einfach unbrauchbar. Zuerst einmal finde ich das moralisch fragwürdig, denn mit was für einer Einstellung soll man denn an diese Sache rangehen? Da muss ich doch im Grunde sagen, ja, also ich bin bestimmt in Ordnung, mein Set.de und meine Big Five sind bestimmt toll und ja, dass so andere aussortiert werden, ja, das muss wohl so sein, mit denen würde ich bestimmt eh nichts zu tun haben wollen. Und was ist das denn für eine Scheißeinstellung? Und dazu kommt, wenn man Leute aussortiert, macht man es sich auch extrem einfach. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, sagen wir in eurer Firma ist miese Stimmung. Dann könnt ihr recherchieren und rausfinden und untersuchen, was sind denn die Ursachen. Und dann diese Ursachen angehen, die Probleme lösen, Verbesserung bewirken, Schritt für Schritt. Das ist der richtige Weg, aber es ist natürlich ein langer und mühsamer Weg. Ihr könnt aber auch versuchen, es euch einfach zu machen, indem ihr halt sagt, ich schmeiß alle raus, die sich über irgendwas beschweren und die, die übrig bleiben, die werden schon lernen, dass sie besser ein fröhliches Gesicht machen. Es ist natürlich einfacher, aber eben nicht eine gute und langfristige und praktikable Lösung. Und genauso macht es sich eben auch Strelecki sehr einfach, indem er sagt, ja, ich mache die ganze Nummer halt nur mit den besten Leuten und die anderen, die sollen halt weg. Da halte ich mich lieber an Peter Drucker, der im Effective Executive gesagt hat, Universalgenies haben wir nicht, wir müssen mit den Leuten auskommen, die da sind, wir müssen mit denen erfolgreich sein. Ich persönlich denke auch, wenn es darum geht, eine gesunde und starke und produktive Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herzustellen, dann ist es gerade elementar wichtig, anzuerkennen, dass die eben unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Ziele haben und dass diese unterschiedlichen Ziele durchaus auch mal in Konflikt stehen können und sich und eben offen damit umzugehen und sich im Klaren darüber zu sein, dass man da eben Kompromisse finden muss, dass man Wege finden muss, damit umzugehen und trotzdem eine produktive Geschäftsbeziehung zu haben. Und das, denke ich, ist der richtige Weg und nicht diese naive Hoffnung, man könnte das irgendwie wegkriegen. Was auf Dauer ein bisschen anstrengend ist in dem Buch, ist die permanente Selbstbeweihräucherung. Denn Thomas trägt ja letztendlich die Ideen und Konzepte und Philosophien von Strelecki vor und Thomas wird eben das ganze Buch über dermaßen geliebt und verehrt und angehimmelt, dass es schon auf Dauer ein bisschen anstrengend ist. Ansonsten die konkreten Ausgaben, die sind völlig in Ordnung, sowohl die deutsche als auch die englische. Ihr seht, die englische ist etwas großformatiger, das Papier ist auch ein bisschen schöner. Dafür gefällt mir bei der deutschen das Cover viel besser. Also die geben sich nicht viel, die sind beide völlig in Ordnung, haben auch schöne, große, gut lesbare Schrift. Die sind beide gut. Bei der deutschen Ausgabe vom Café am Rande der Welt hatten wir ja farbige Abbildungen. Das haben wir hier leider nicht mehr, aber Ausgaben sind völlig in Ordnung. Was ich ja gerne hätte, das ist eine Ascending Like Curve. Also wenn euch das Video gefallen hat, klickt gerne mal auf den Like-Button. Habt ihr das Buch mal gelesen? Schreibt mir gern in den Kommentaren, wie es euch so gefallen hat und was ihr von Streleckis Konzepten haltet. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ich würde mich sehr freuen, euch als Abonnenten zu haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Kanal-Update. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.